In 5er Raids ist aktuell Giratina Wandelform und ich will hier zeigen, wie man es zu dritt besiegt. Gegen Ende werde ich hier bei Obers Let's Play auch noch eine Übersicht sehr guter Konter vorstellen. Giratina Wandelform ist ein Drache- und Geist-Pokémon und dementsprechend ist am effektivsten Drache, Unlicht, Geist, Eis oder sogar Fee. Hier setze ich als erstes mein Rayquaza ein, das ist ein Drache- und Flug-Pokémon mit Angriff Drachenrude und der Ladeattacke Wutanfall. Rayquaza ist grundsätzlich ein sehr gutes Pokémon, das sehr viel Schaden macht und eigentlich auch ein bisschen was durchhält. Hier allerdings nicht so gut, denn leider hat es eine Steinattacke, die Giratina. Das ist natürlich sehr effektiv gegen Flug. Jetzt ist schon Bruder Lander da, das ist ein Drachen- und Flug-Pokémon mit Angriff Drachenrude und der Ladeattacke Wutanfall. Leider wieder Flug, das heißt, die Ladeattacke Antikraft trifft sehr effektiv und deswegen hält er nicht so lange durch. Jetzt kommt Gengar. Gengar ist ein Geist- und Gift-Pokémon mit Angriff Schlecker und der Ladeattacke Spukball. Der hält normalerweise nicht so lang durch, macht aber verhältnismäßig viel Schaden. Allerdings diese Steinattacke ist jetzt nicht so schlimm wie andere Attacken bei ihm. Also hält er doch ein bisschen länger durch. Und jetzt schon das nächste. Skelabra, das ist ein Geist- und Feuer-Pokémon mit Angriff Bürde und der Ladeattacke Spukball. Da das jetzt ein Trio-Raid ist. Oh, jetzt kommt Flambivian, mein Galar-Flambivian. Das ist ein Eis-Pokémon mit Angriff Eiszahn und der Ladeattacke Lawine. Normalerweise setze ich ja auch Krypto-Pokémon ein. Auf die verzichte ich diesmal, weil dieser Trio-Raid normalerweise verhältnismäßig einfach ist zu machen. Deswegen möchte ich auch jetzt mal viele normale Pokémon zeigen, aber natürlich lauter unterschiedliche wie diesen Dragoran. Das sind Drachenflug-Pokémon mit Angriff Drachenrude und der Ladeattacke Wutanfall. Hätte Giratina eine Ladeattacke bezüglich Drachen, wären natürlich meine Drachen-Pokémon auch verhältnismäßig schnell weg. Aber so Gestein, so mehr die Flug-Pokémon, was aber mit meisten Drachen-Pokémon in Kombination ist. Hier ist Dagray, das ist ein Unlicht-Pokémon mit Angriff Standpauke und der Ladeattacke Spukball. Übrigens, Giratina ist ja schon ein Stückchen im gelben Bereich. Das heißt, und über die Hälfte der Zeit noch locker übrig. Also diese Trio-Raid wird wirklich leicht durchführbar sein. Auch wenn ich lauter verschiedene Pokémon einsetze, die immer schwächer werden. Jetzt kommt mein Knacknack. Das ist ein Drachen- und Boden-Pokémon mit Angriff Drachenrude und der Ladeattacke Wutanfall. Das ist ein Pokémon, das schön viel Schaden macht und auch einigermaßen was aushält. Und da natürlich Giratina hier keine Drachen-Ladeattacke hat, hält er auch wirklich verhältnismäßig länger durch, denn der ist ja Drache und Boden. Und da ist die Gesteins-Ladeattacke natürlich nicht so schlecht für mein Pokémon. Giratina in der Wandelform ist jetzt schon im roten Bereich, das heißt weniger als Viertel des Lebens übrig und Zeit war so bei ungefähr 120 Sekunden noch. Also das wird wirklich leicht besiegt und der Knackrack hält sowieso etwas durch. Jetzt kommt Palkia. Das ist ein Wasser- und Drachen-Pokémon mit Angriff Drachenrude und der Ladeattacke Drago Meteor. Ist auch so ein Pokémon, das einigermaßen gut durchhält. Macht nicht ganz so viel Schaden wie die vorigen Pokémon, aber trotzdem schön gut zum Einsetzen. Aber jetzt ist auch nicht mehr so lange da, also dann kommt jetzt schon das nächste, nämlich Giratina Urform. Das ist ein Geist- und Drachen-Pokémon mit Angriff Dunkelklaue und der Ladeattacke Spukball. Die eignet sich auch sehr gut in Raids. Wie man schon sieht, Giratina Urform nutze ich, nicht die normale Giratina Wandelform, weil Giratina Urform in Raids einfach besser ist. Und jetzt auch besiegt die Giratina in Wandelform. Das heißt, jetzt mal kurz auf die Belohnungen schauen. Und das Interessante natürlich, Giratina gibt es jetzt so ein Stückchen, nämlich auch als Shiny. Man hat hier somit auch die Chance, ein Shiny Giratina in der Wandelform zu bekommen. Und es ist nur ein normales, leider. Aber ich fange es trotzdem. Natürlich, auch wenn ich es nicht so sehr einsetze, wie ich schon erzählt habe, die Giratina Urform ist sinnvoller für Raids und ich mache hauptsächlich Raids. Hier diese Giratina in Wandelform kann man dafür eher in der Ko-Kampf-Liga einsetzen. Also
Für Leute, die gern Kampfflieger machen, rentiert es sich viel mehr. Allerdings unabhängig davon, die Bonbons bzw. die XL-Bonbons sind ja für beide Formen nutzbar, sowohl Wandelform als auch Urform. Deswegen rentiert sich natürlich auf alle Fälle, diese hier zu fangen, um an die begehrten XL-Bonbons zu kommen. Und jetzt kommt natürlich noch die Frage, ist es vielleicht ein gutes oder nicht so gutes? Also schauen wir mal auf die Bewertung. Und 3 Sterne, aber naja, eigentlich nicht so gut. Jetzt möchte ich euch noch einige Pokémon zeigen, mit denen ihr Giratina Wandelform leichter besiegen könnt. Als Mega-Entwicklung würde es sich Mega Gengar anbieten mit Schlecker oder Dunkelklaue und der Ladetacke Spukball. Oder Mega Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer. Ansonsten eignen sich Pokémon wie Krypto Mewtwo mit Psychoklinge und Spukball, Zekrom mit Feueratem und Wutanfall, Knackrack mit Drachenrute und Wutanfall, Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall, Darkrai mit Standpauke und Spukball, Palkia mit Drachenrute und Dragomedor, Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall, die Krypto-Version wäre besser, Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall, Skelabra mit Bürde und Spukball, Galar Flampivian mit Eiszahn und Lawine, Krypto-Gardevoir mit Charme und Zauberschein, Krypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer, Odo, Krypto-Kramschef mit Standpauke und Finsteraura. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.